Angekommen. Eigentlich sind wir hier nur gelandet, weil uns jemand den Tipp gegeben hat, dass es ja wunderschön hier ist und wir eine Delta-Flusstour machen sollen. Nur leider ist hier im Hostel mal wieder keiner, der Spanisch oder Englisch spricht. So kommen wir jetzt nicht vorwärts. Internet geht auch gerade nicht und ich bin momentan, sorry, dass ich das so sagen muss, aber richtig abgefuckt, weil wir von einer scheiß Kaschemme zur nächsten fahren, die bei Booking.com top bewertet sind und auch bei Google und man kommt immer an und denkt so, was sind das hier für Bruchbuden? Tom versucht schon, da das Fenster zu reparieren. Ich weiß nicht, warum die Menschen hier keine Fenster in die Fenster bauen. Das hört sich doof an, aber ist so. Da es komplett kaputt ist und unser Zimmer schon voller Mücken ist, also es ist mal wieder top, 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 top. Habe? Wink mal. Ich weiß nicht, was die Leute bewerten. Ich verstehe die Leute auch nicht, wie die gute Bewertungen schreiben können. Bevor ihr gute Bewertungen für ein schlechtes Hostel schreibt, dann schreibt lieber gar keine Bewertung. Das ist für mich gar nichts. Morgen. Morgen. So, ist ein bisschen laut, weil wir sitzen im Bus und versuchen jetzt eine Tour in Panaabi zu machen auf dem zweitgrößten Delta. Ich dachte eigentlich, es war der drittgrößte, oder? Naja, zweit- oder drittgrößtes Delta der Welt. Eigentlich wollten wir eine Tour machen, aber die sind alle ja, ausgebucht, beziehungsweise kriegen wir sie nicht voll, weil die Hauptsaison jetzt vorbei ist. Also sind wir jetzt mal mit dem Bus unterwegs und haben den Local-Vorteil. Und wir haben Isabel dabei, genau. Da können sie uns nicht so einfach übers Ohr, uns Gringos, übers Ohr hauen. Genau. Und ja, versuchen jetzt so eine private Tour zu bekommen für etwas weniger Geld. Wie es wird, ob es was wird, seht ihr jetzt. Wir nehmen euch mit. So, wir sind jetzt mit dem Bus hierher gefahren für 1 Euro pro Person. Und jetzt haben wir durch Connections, die wir im Bus kennengelernt haben, einen Fahrer gefunden, der uns für 30 Euro pro Person 4 Stunden durch den ganzen Fluss fährt. Vor allem haben wir eine Privattour, also nur wir drei. Los geht's! Kleine Äffchen, die heißen Mikroäffchen, habe ich noch nie gesehen. Das ist eine kleine Affenfamilie. Seht ihr den Dschungel? Wo wir die ganze Zeit durchgefahren sind. Überraschung, Überraschung, vor uns sind Dünen. Nach 2 Stunden Fahrt sind wir in einem Restaurant angekommen, also mitten im Nirgendwo. Total durchgenudelt. Linz habe ich auch gewechselt, damit ich überhaupt mal Tiere erkenne, weil es ist echt schwer, die hier am Rande zu erkennen. Wir haben echt coole Affen gesehen, wir haben
schöne Vögel gesehen, aber und Krebse, sehr schöne rote Krebse, aber die auf Kamera zu kriegen, ist echt schwierig. So, das Restaurant, wir werden sehen, was wir so zu essen bekommen und ob es uns nimmt und ob es uns gut tut. Und wenn nicht, die Scheiße reinkriegen, aber das werden wir berichten, wie es uns geht. Wir hatten gerade ein richtig geiles Mittagessen. Und jetzt hänge ich einfach mal eine Runde ab, weil nach dem Essen soll man ruhen. Oder? 1000 Schritte tun, aber die tue ich jetzt nicht. Also es war doch sehr lecker, ohne dass wir jetzt sagen wollen, dass wir morgen die Kacke am Dampfen haben. Diese roten Vögel, die gibt es hier nur, also nur hier und in den Amazonas. Und die kommen jetzt quasi nach Hause. Ich hoffe, man sieht es, weil die sind total rot. So ist jetzt um 6. Wie ihr seht, es ist jetzt auch schon dunkel und die Tour ging jetzt von 12:30. Halb eins, ja genau. Bis um 6, genau, ja. Sind wirklich 5,5 Stunden, haben wir jetzt 30 Euro pro Person bezahlt. Man kann es günstiger machen in der Hauptsaison für 15 Euro pro Person. Und dann aber so ein großes Boot, wie da steht, ist nicht so ganz so individuell. Also wir waren jetzt auch nur 3 Leute, dafür finde ich den Preis okay. Wir hatten ein nettes Mittagessen für 10 Euro für uns beide. Ja. Wir sind heute schon zum zweiten Mal hier. Also nicht heute, sondern wir waren gestern schon hier, deswegen sind wir heute zum zweiten Mal hier. Aber gestern waren wir mit einem Brasilianer hier, heute mit unserer Brasilianerin. Und das ist ziemlich cool hier, weil das ist ein Foodtruck, der Suppen verkauft. Und die Suppen kosten 1,25 Euro und man kriegt so einen Becher voll. Und es ist echt lecker. Herzlich willkommen zum Hauptgang. Zum Hauptgang haben wir Burger mit verschiedenen Soßen, die in so kleinen Tütchen abgefüllt sind. Das sieht man schlecht, weil es sehr dunkel ist. Und Annika hat was typisch Brasilianisches. So, der grüne Abschluss sind Churros und es gibt sogar ein Herz für die Dame. Damen. Guten Appetit. Für uns geht es morgen jetzt weiter nach Lençóis. Lençóis ist eine Stadt, die in den Dünen gebaut wurde quasi. Ist ein Nationalpark, keine Stadt. Wunderschön, oben im Norden von Brasilien. Was da aussieht, erfahrt ihr im nächsten Video. Richtig. Deswegen, wenn ihr möchtet und wir würden uns freuen, abonniert uns einfach, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und wenn euch das jetzt die Tour mit uns durch das Delta gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.